Alrighty, sind liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir sind auf US 16 und frisch nach dem Elevator. Es ist 1.35 Uhr. Ich hatte mein anderes Video, was ihr schon vor ein oder zwei Tagen sehen konntet, aufgenommen zum Manger und auch zur EU 16 Elevator Belohnung abgeholt. Jetzt wollte ich mal gucken, wie sieht es denn eigentlich aus, zwecks des Avatar Races? Ja, wie ist der Stand, Leute? Und es wird sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wir haben Bahamas Foe nach wie vor auf der 1 mit dem höchsten Level 339. Aber wir haben drei Spieler auf 337. The Masked Man zum Beispiel. Donnie Dano. Ich muss gleich mal gucken, ob ich die bei mir schon auf der Friendlist drauf hatte. Donnie Dano und Soul Cutter. Ja, die waren alle schon relativ weit oben gewesen. Und auch auf meiner Friendlist also entsprechend drauf. Aber das sind aktuell die Levelhöchsten. Dann haben wir noch Sauerkirsche mit 336 hier. Und wie sieht's noch aus? Renervate 335. Raiden 331 mit Lucian zusammen, Mr. Hope 332, noch einen weiteren, den Lachi auf 331 und Dildigl wie auch Fat Santa auf 330. Das ist jetzt mal so der Stand. Ich würde behaupten, dass diejenigen, die 350 als erstes erreichen, höchstwahrscheinlich auch die sind, die jetzt eben 330 überspielt haben, ja, also oder angekratzt haben. Also da würde ich jetzt mal vielleicht eine 328 vom Jobpender vielleicht noch dazu zählen, eine 329, der ist übrigens auch noch gar nicht auf meiner Friendlist. Aber ich glaube, alle anderen, die jetzt deutlich niedriger sind, werden es nicht schaffen. Ja. Also wenn ich jetzt mal bei 328 einen Cut mache, ja, Skia ist Dämonenjäger. Machen wir mal bei 326 einen Cut. Ja, ich nehme jeden aus der Friendlist raus, der nicht dieses Level hat. Jetzt. Ja, auch Mythes. Ja, wenn er auch 325, aber irgendwo muss ich ja mal einen Cut machen. Wir hatten jetzt krasses Event. Wir hatten Black Friday Event. Kann natürlich sein, dass manche Spieler auch langfristig jetzt noch eingekauft haben auf dem Server, um zu profitieren von den günstigeren Pilzen, um halt mehr rein zu investieren, aber man muss halt, um viele Dungeons zu schaffen, braucht man halt das Epic-Event, ja, weil es da auch um die Dungeons geht, im Schattenbereich. Also man muss die ganzen Begleiter dann komplett neu ausrüsten, wenn man halt nicht das Glück hat, passende Epic-Drops zu bekommen. Und wenn man das halt nicht kann oder nur schwerer kann ohne Epic-Event, ist es definitiv schwierig, ja. Was interessant ist, wir sehen auch schon die legendären Steine bei den Spielern. Wir haben Bahamas bei 630, hier haben wir 549, Soulcutter bei 679, Sauerkirsche auch 679, also was macht denn Oldenick hier vorne? Glückwunsch. Ja, also die hatten wahrscheinlich, entweder haben die noch eine höhere Mine, also haben noch höher reingepayt in die Festung, oder sie hatten einfach ein bisschen mehr Glück. Er hat ihn hier drin, 656, also ne, man kann ja nochmal gucken, mein legendärer Stein, ja, ist 384, also gut, das liegt zum einen am Level, aber das liegt auch an der, das liegt natürlich auch an der Mine, also die haben nicht die Mine auf 10, ja, die haben die Mine auf 15 oder vielleicht noch höher, je nachdem, ja, ganze Zeit Festung, der Elevator hat natürlich auch viele Ressourcen gegeben. Also das ist unlimited. Ich könnte es mir über SF Game Tools wahrscheinlich sogar anzeigen lassen. Aber das will ich jetzt nicht machen. Ich will darüber nur spekulieren und dass es darüber läuft. Auch Masked Man auf 652. Also das sieht man dann halt meistens auch, dass selbst ein Lachi jetzt zum Beispiel hat hier nur eine 572 stehen. Ist ja auch von den Gem Miners, also an der Ritterhalle liegt es dann halt nicht. Das bekräftigt mich zu sagen, dass es höchstwahrscheinlich jetzt nur noch auf diese Leute halt ankommt, ja. Also auch ihn jetzt muss man mal rausnehmen. Yugi
Ja, Kyugi hat halt Rekorde gespielt, aber der spielt nicht auf Profilbild, beziehungsweise darf er es ja gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt versucht, nochmal anzuziehen. Der Abstand, der jetzt da ist, ist wirklich relevant, weil jede Quest, die jetzt gemacht wird im höheren Level, bringt außerhalb der Events halt mehr XP und das bedeutet, man schreitet noch weiter voran gegenüber manch anderen Spielern. Also ja, hier unten kann auch keiner mehr sein. Also wir haben echt Potenzial. Es ist nicht absehbar, dass es jetzt schon eine Top 5 gibt. Klar könnte man sagen, den 339er, die drei 337er und den 336er kann man nehmen, aber dann kommt auch noch der 335er und ich sag mal, 3 Level ist eher schaffbar als jetzt halt 15 Level. Zumindest kurz vor der Zielgeraden. Ja, es sind hier 11 Level to go für ihn. Das ist nicht mehr viel. Es wird sich höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich definitiv noch dieses Jahr entscheiden. Und ja, ich werde es weiter begleiten. Bin da sehr gespannt. Hätte es nicht gedacht, dass doch so viele recht weit durchziehen. Ja. Und deshalb würde ich sagen, haut rein. Macht euch Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Okay, jetzt nochmal kurz offscreen. Ich habe jetzt nochmal die Beschreibung durchgeguckt, ob man nochmal Infos liest. Und dann habe ich das hier gelesen. Sehr geil an Renovate. Ja, also das Ding ist, ne, für jeden, der es halt nicht mitbekommen hat, ich drücke ihm besonders die Daumen, weil er halt Assassine spielt. Das ist erstens mal eine Klasse, wo es statistisch gesehen nicht so einfach ist, diese Level zu erreichen. Zumindest nicht mit dem gleichen Pilzeinsatz, also in der Regel teurer. Das muss nicht immer sein, aber es ist wahrscheinlich. Und zweitens, weil der Assassine natürlich mein Main-Char ist und dementsprechend verfolge ich immer auch gerne starke Assassinen auf den Servern. Also ja, ich drücke allen die Daumen, aber ihm würde ich es besonders gönnen, wenn er es schafft. Danke für die für die Aufnahme in deine Beschreibung, ja. Das ist auch sehr geil.